Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es darum, wie Sie einen Bestandsabgleich bei Verkäufen, bei Rechnungsstellungen, bei Lieferscheinen, wie auch immer, zu Ihrem Gambio Webshop herstellen. So, zum einen mal, also wie gesagt, wir haben hier unseren Artikelstamm und ich habe einfach mal einen Testartikel mit Handysocke angelegt. In unserem Gambio Webshop haben wir hier auch diese Handysocke, okay? Und wir haben hier eine Bestandseinheit, also wir haben 10 Stück im Bestand. Und wir wollen nun, dass quasi bei einem Verkauf, bei einer Abschreibung, bei einer Remission, bei einer Rechnungsstellung, bei einem Lieferschein, der abgegangene Bestand, also der herausgegebene, sprich verkaufte Bestand, sich gleich im Webshop auch widerspiegelt. Was Sie dafür tun müssen, das zeige ich in diesem Video. Was wir dazu als allererstes brauchen, ist natürlich eine Verbindung zum Webshop. Hierzu klicken Sie auf das Fragezeichen, auf Verkauf und Webshop-Verkäufe Gambio. So. Was er an dieser Stelle will, er will die Zugangsdaten, klar, weil denn ohne Schlüssel kann er natürlich nicht, sich nicht mit der Datenbank auf Ihren Server verbinden. Was Sie dazu brauchen, ist, Sie müssen MySQL installieren. Dazu klicken Sie hier auf diesen Link mit einem Doppelklick. So, und jetzt sind Sie auf MySQL und können dort den dementsprechenden ODBC-Connector herunterladen. Beachten Sie bitte, dass Sie sich dazu kostenlos registrieren müssen. Da entstehen Ihnen keinerlei Kosten. Okay? Und wenn Sie dann auf der Connector-Seite sind, nehmen Sie den 32-Bit bitte immer, auch wenn Sie ein 64-Bit-System verwenden, den 32-Bit-Installer und sagen dann Download und führen dann die Installation aus. Okay, wenn Sie das getan haben, haben Sie nun auf Ihrem System, also das heißt, Sie müssen dann das hier auf Ausgang klicken und das erneut starten. Beim erneuten Start finden Sie nun den ODBC-Treiber. Ja? Entschuldigung, wo ist er denn? Hier. MySQL ODBC-Treiber. So. Und zwar bitte nicht den ANSI-Treiber verwenden, sondern den Unicode-Treiber hier in dieser Liste dann auswählen. Nun geben Sie Ihre Zugangsdaten zu Ihrem Server ein, den Datenbanknamen, den Portnamen, den Benutzernamen und das Passwort, das bei Ihnen in Ihren Zugangsdaten vom Gambio Webshop hinterlegt ist. Das geben Sie an dieser Stelle bitte ein. Aus Datenschutzgründen gebe ich natürlich das jetzt hier ein und klicke dann auf Speichern. Und wenn ich das getan habe, dann melde ich mich wieder zurück in diesem Video. So, nachdem wir jetzt alles gespeichert haben, versucht, oder hat WabiProfi 3 gesagt, dass der Connection String gespeichert wurde. Sie können nun dieses Fenster mit Ihren Webshop-Verkäufen schließen. Wenn Sie das getan haben, ist es schon mal der erste Schritt, damit Sie einen Datenabgleich durchführen können. Das heißt, wir haben nun den Connection String in unserer Konfigurationsdatei von WabiProfi 3 gespeichert. Nun klicken Sie auf Ihren Client, also das heißt, das müssen Sie auch auf jeden Computer machen, okay? Denn nicht jeder Computer ist, oder es ist ja nicht vorausgesetzt, dass jeder Computer, den Sie im Netzwerk unter Umständen verwenden, hier Bestandsabgleich macht. Es kann ja sein, dass Sie durch eine Benutzerrechteverwaltung gesagt haben, auf diesem Computer werden nur Auswertungen gemacht oder Buchführung gemacht, wie auch immer. Okay, der zweite Schritt ist Administrationssystemeinstellungen. Nun klicken wir auf die Karteikarte Artikelstamm. In der Karteikarte Artikelstamm ist das hier sehr, sehr interessant. Also unten, das ist jetzt noch nicht relevant, das ist nur für den Datenexport, das heißt für die Übergabe Ihrer Artikel an die, oder ja, für die Übergabe Ihrer Artikel in den Gambio Webshop oder für den dementsprechenden Webshop, wenn Sie sagen, ich will jetzt alle Artikel mal hochladen. Okay, was hier wichtig ist, Echtzeitbestandsabgleich nach einem Verkauf. Das ist momentan nur für den Gambio Webshop. Hier setzen wir dieses Häkchen. Nun müssen wir das Programm einmal beenden und neu starten, damit diese Einstellung zum Tragen kommt. Das tun wir jetzt. So, beenden das Programm und starten das Programm erneut. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den Artikelstamm, stellen uns mal auf unsere Handysocke und gehen gleichzeitig in den Verkauf und verkaufen etwas hier in die Kasse hinein. Okay, ich melde mich jetzt mit Max Mustermann an. Was an der Stelle wichtig ist, Wabi muss natürlich auf ihrer SQL oder MySQL-Datenbank den Datensatz finden. Und das geht tatsächlich nur über die Zuweisung dieser Artikelnummer hier, über diese visuelle Artikelnummer 11663.
Wenn wir unseren Gambio Webshop jetzt nochmal anschauen, den Artikel im Gambio Webshop anschauen, haben wir hier die gleiche Artikelnummer, ja, 11663. Nur so kann Wabi Profi 3 das finden. Und was momentan noch nicht geht, ist natürlich, wenn Sie im Gambio einen Artikel anlegen, also das heißt einen Hauptartikel anlegen, mit verschiedenen Variationen. Das geht leider nicht. Also das heißt, wenn Sie den Artikel die Handysocke in Blau, in Gelb und in Rot haben, müssen Sie die im Wabi auch so anlegen, dass Sie sagen, ich habe jetzt hier die Handysocke in Rot, ich habe die Handysocke in Blau, ich habe die Handysocke in Gelb, wie auch immer. Und jede Variation hat natürlich ihre eigene Artikelnummer. Nur so ist es gewährleistet, dass auch für die jeweilige Variation, sprich Farbe, ein Bestandsabgleich erfolgen kann. Okay, also, wir gehen jetzt wieder zurück in unsere Kasse, verkaufen jetzt mal eine Damenhose. Okay, ja, wollen wir verkaufen und wir wollen unsere Handysocke verkaufen. 663, da verkaufe ich jetzt zwei Stück. Was auch wichtig ist, im Artikelstamm muss für den Artikel hier dieses Flag Webshop-Artikel gesetzt sein. Nur dann erfolgt auch der Abgleich. Das heißt, wenn Sie den Artikel hier haben und den Webshop haben, haben aber dieses Flag Webshop-Artikel nicht gesetzt, also dieses Attribut, erfolgt auch kein Bestandsabgleich. So, jetzt gehen wir da rein und sagen jetzt bezahlen. Hier, wir haben 100 Euro und sagen weiter. Wir brauchen jetzt keinen Bonus. So, jetzt ist im Hintergrund, der Abgleich ist jetzt erfolgt. Das ging relativ schnell. Wobei, der Abgleich nur so schnell sein kann, wie Ihre Internetverbindung ist. Das ist klar. Wenn Sie eine 100.000er Leitung haben, ist die natürlich schon rasend schnell. Haben Sie hingegen nur eine 1.000er Leitung, ist die natürlich ums 100-fache langsamer. Muss man jetzt dazu sagen. Wir in unserem Beispiel haben hier jetzt momentan eine 50.000er Leitung. Oder wir haben jetzt unser System auf 50.000 gedrosselt. Wir haben eine 100.000er Leitung, aber wir haben es jetzt gedrosselt für diesen Zweck. Also das heißt, es ist absolut okay. Wenn wir jetzt hier im Artikelstamm schauen, haben wir für unsere Handysocke nur noch 8 Stück im Bestand. Das gleiche schauen wir uns jetzt im Webshop an. Um einen Browser zu aktualisieren, stellen wir uns den Browser rein, klicken ins Leere und drücken dann F5, damit das neu laden kann. Und Sie sehen, wir haben nun 8 Stück im Bestand. Das ist relativ cool. Okay, auch wenn wir natürlich jetzt hier an dieser Stelle hergehen, sagen wir mal auf, hier Bestand, wir tun so, als ob wir eine Bestandsveränderung haben. Ich sage jetzt mal, ich habe jetzt 11 Stück da, so im Hintergrund passiert dann Folgendes, er sagt, ich habe 3 Stück bekommen, wir sagen mal speichern, ja, okay, und das schauen wir uns jetzt im Webshop an, indem wir jetzt F5 drücken. So, und wir sollten nun, ja genau, 11 Stück hier im Bestand haben. Also das heißt, der Abgleich funktioniert soweit. Des Weiteren ist es natürlich genauso, wenn ich eine Rechnung schreibe oder wenn ich den Artikel abschreibe, dass ich hier einfach sagen, hier, ich muss jetzt eine Abschreibung machen. Ich muss von dem Artikel 2 abschreiben, weil die defekt sind und das Ganze speichere ich. Okay? Dann sollten wir jetzt natürlich, wir haben 2 Stück abgeschrieben. Wir schauen uns das wieder im Artikelstamm an, wir schließen das. Wir haben jetzt hier 9 Stück im Bestand. Gehen wir jetzt wieder hier auf unsere Handysocke und drücken F5 im Webshop, also im Gambio, haben wir auch hier den Abgleich. Also Sie sehen, hier haben wir einen Echtzeitabgleich, das heißt, das, was Sie im lokalen System verkaufen, wird gleich im Webshop auch so abgebildet. Das heißt, die Webshop-Menge wird um die verkaufte Menge reduziert. Genauso verhält es sich natürlich bei den, also wir haben diese Funktionalität natürlich überall implementiert, aber ich will Ihnen an dieser Stelle einfach nur zeigen, auch bei den Bonkopien zum Beispiel, wenn wir sagen, hier, wir haben jetzt diesen, wir haben hier einen Verkauf getätigt und zwar hier diesen mit der Bon Nummer 4 und da haben wir die Handysocke drin, 2 Stück und wir sagen, wir stornieren das ganze Ding. Ja, wir wollen den Betrag jetzt an den Kunden ausbezahlen, ich will jetzt keinen Bon drucken. Dann müsste jetzt sich rein theoretisch wieder unser Bestand um die Rücknahmemenge erhöht haben. Okay, das schauen wir uns an. Hier gehen wir in unseren Webshop rein, drücken F5. Und wir haben nun, da wir den Bon storniert haben, wir hatten ja 2 herausgegeben und jetzt haben wir wieder 2 bekommen, hier einen Rücklauf der Ware. Das heißt, unser Bestand hat sich jetzt erhöht. Wir haben hier 11 Stück drin. Und das Gleiche sollten wir natürlich jetzt auch im Artikelstamm sehen. Das heißt, wenn wir hier auf unsere Handysocke gehen, haben wir hier auch 11. Ja, das war schon. Also Sie sehen, es ist relativ simpel. Einmal
über Verkauf den Webshop Gambio oder Webshop Verkauf Gambio aufrufen, dort den Connection String eingeben, also das heißt Ihre Zugangsdaten zu Ihrem Server und zu Ihrer Datenbank mit allen notwendigen Informationen, dann auf Verbindung testen klicken, das ganze Ding dann übernehmen, dann in den Systemeinstellungen von Wabi Profi 3 unter Artikelstamm gehen und dort das Häkchen setzen, Echtzeitabgleich mit Gambio, ne, bei Verkäufen. Dann ist es dann Wabi Profi 3 beenden, neu starten, das war schon. Und dann können Sie schon einen Abgleich machen mit Ihren Artikeln, die Sie lokal haben und die Sie online haben, also einen Bestandsabgleich. Weitere Funktionen zu Gambio werden folgen. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Bis dann, tschüss!